Innerhalb der Bundesliga könnte Frankfurts Martin Hinteregger wechseln. Und für Robert Lewandowski bieten sich drei neue Alternativen zu Wunschclub Barca. Das und mehr in unseren aktuellen Transfer-News. Es hat sich abgezeichnet. Jetzt ist endlich der Deckel drauf. Nach drei Jahren in Portugal wechselt Darwin Núñez in diesem Sommer in die Premier League. Es geht zum FC Liverpool. Die Einigung mit den Engländern hat Benfica Lissabon offiziell bestätigt. Was fehlt, ist nur noch die Vertragsunterschrift. Liverpool zahlt für den europaweit begehrten Stürmer eine Ablöse von 75 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlung kann der Betrag auf satte 100 Millionen Euro anwachsen. Bislang teuerster Neuzugang ist Virgil van Dijk, für den Liverpool einst 84 Millionen Euro ausgegeben hat. Nun also Núñez. Der 22-jährige Uruguayer kommt mit der Empfehlung von 34 Toren in 41 Pflichtspielen an die Anfield Road. Worauf darf sich Reds-Trainer Jürgen Klopp außerdem freuen? Zu den Stärken des 1,87 Meter großen Rechtsfußes gehören neben der körperlichen Präsenz eine starke Ballbehandlung im Dribbling. Dazu kommen eine hohe Flexibilität und Intelligenz im Besetzen von Zwischenräumen. In trockenen Tüchern ist auch eine Bundesliga-Rückkehr. Der ehemalige Schalker Jonjo Kenny wird in der kommenden Spielzeit sein Comeback in Deutschland feiern. Hertha BSC konnte den Rechtsverteidiger von einem Transfer überzeugen. Für die Berliner ein echtes Schnäppchen, denn eine Ablösesumme muss nicht gezahlt werden. Kennys Vertrag beim FC Everton läuft Ende Juni aus. Bei den Toffees ist der 25-jährige Engländer in der abgelaufenen Saison nur Ergänzungsspieler, kommt in insgesamt 15 Premier League-Spielen zum Einsatz. Gefragter war Kenny während seiner Leihsaison 2019-2020 beim FC Schalke. 5 Scorerpunkte verbuchte der Außenverteidiger damals. Ich kann nur sagen, dass ich die Bundesliga und die Spielweise dort sehr, sehr schätze und ich es mir sehr gut vorstellen kann, wieder dort zu spielen. Erinnert sich Kenny im April zurück. In Berlin werden seine Worte erhört. Nach der Verpflichtung des ebenfalls 25-jährigen Innenverteidigers Filip Uremovic ist Kenny die zweite Verstärkung für die anstehende Bundesliga-Saison. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Transferhunger in der Hauptstadt ist groß. Interesse zeigen die Berliner nämlich auch an Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt. Ein Transfer des 29-jährigen Innenverteidigers würde 3 bis 5 Millionen Euro Ablöse kosten. Herthas Sportchef Freddy Bobic hatte Hinteregger bereits im Januar 2019 vom FC Augsburg zu Eintracht Frankfurt geholt. Man kennt sich also. Hintereggers Vertrag am Main läuft zwar noch bis 2024, dass er diesen auch erfüllt, ist allerdings zunehmend unwahrscheinlich. Hinti selbst hat zuletzt öffentlich von einem angeknacksten Verhältnis zum Verein gesprochen. Frankfurt hat ihm in der jüngeren Vergangenheit mehrfach einen Wechsel ans Herz gelegt. Sportvorstand Markus Krösche reagiert darauf mit Verwunderung, ist aber nicht nachtragend. Eigentlich wollen die Frankfurter nach dem Triumph in der Europa League mit Hinteregger weitermachen. Dieser Plan wird nun aber über den Haufen geworfen. Der Wirbel um mittlerweile beendete Geschäftsbeziehung zu einem rechtsextremen FPÖ-Politiker bringt das Fass endgültig zum Überlaufen. Der Österreicher beteuert zwar seine Unkenntnis über die Hintergründe seines Partners und entschuldigt sich. Aktuell soll der Linksfuß aber weder für Verein noch für Freunde zu erreichen sein. Die Zeichen bei Eintracht Frankfurt und Hinteregger stehen ganz klar auf Trennung. So auch im Fall Bernd Leno. Nach 9 Länderspielen, 2 EM-Teilnahmen und einem 25 Millionen Euro schweren Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal befindet sich der Torhüter seit einiger Zeit auf dem absteigenden Ast. Nur 4-mal hat Leno in der abgelaufenen Saison bei Ligaspielen zwischen den Pfosten gestanden. Den Vorzug gibt Arsenal-Coach Mikel Arteta lieber Aaron Ramsdale. Ein Vereinswechsel ist für den ambitionierten Leno da nur naheliegend. Und es gibt die ersten Bewerber. Mit dem Londoner Stadtrivalen und Premier League-Aufsteiger FC Fulham soll Arsenal sich schon in konkreten Gesprächen befinden. In Portugal ist zudem Rekordmeister Benfica Lissabon interessiert. Doch was würde ein Leno-Transfer kosten? Deutlich weniger als die 25 Millionen, die vor 4 Jahren Arsenal gezahlt hat. Das ist klar. Der deutsche Keeper hat nicht nur seinen Stammplatz verloren, er steht in England auch nur noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. Englische Medien nennen 10 Millionen Euro als mögliche Leno-Ablöse. Für die finanziell auf Rosen gebetteten Premier League-Clubs dürfte das kein Problem sein. Und auch für Benfica Lissabon nicht, denn die Kassen der Portugiesen sind nach dem 100-Millionen-Deal um Darwin Núñez schließlich prall gefüllt. Er wartet, wartet und wartet, macht sogar mehrfach öffentlich Druck. Doch noch immer steht Robert Lewandowski beim FC Bayern unter Vertrag. Die Münchner wollen ihren Topstürmer weiterhin nicht ziehen lassen. Ein anderes, mindestens ebenso großes Problem? Der FC Barcelona hat derzeit nicht die finanziellen Mittel, um einen Lewandowski-Transfer umzusetzen. Was also tun? Beim FC Bayern bleiben ist für den 33-jährigen Polen keine Option. Lewandowski sagt, meine Geschichte bei Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können.
Drei andere Vereine wittern jetzt ihre Chance. Zum einen lauert Paris Saint-Germain. Der neue PSG-Sportdirektor Luis Campos soll in Lewandowski die ideale Besetzung für das Pariser Sturmzentrum sehen. Der Bayern-Torjäger kann sich einen Wechsel in die französische Hauptstadt vorstellen. Ins Rennen einsteigen will aber auch Manchester United. Der Haken? Die Red Devils spielen in der nächsten Saison nur in der Europa League. Auch der interessierte FC Chelsea hat nur Außenseiterchancen. Grund ist angeblich Lewandowskis Ehefrau, die nur ungern nach London ziehen möchte. Der große Traum bleibt ein Wechsel zum FC Barcelona. Das waren unsere Transfer-News mit den aktuellsten Gerüchten und Infos vom Transfermarkt. Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Alle anderen wichtigen Transfer-News findet ihr auf fußballtransfers.com.